Hallo, hier sind wir wieder mit der Tradimo-Show mit Matthias und Sebastian. Ja. Heute geht es um die neuen Nordkorea-Provokationen und wie die Märkte darauf reagiert haben. Nämlich, Matthias? Gar nicht. Ja, Gar das nicht, ist ja. wirklich überraschend. Wir werfen mal kurz einen Blick hier auf Gold und wir sehen hier jetzt den 15-Minuten-Chart. Und gestern Abend hier, als die Nachricht rauskam, das könnt ihr hier mit dem Pfeil sehen, weil ich hier in unserem Demokonto eine Long-Position eröffnet habe. Und die hat sich gar nicht zu unseren Gunsten entwickelt. Also zunächst schon. Und dann hat sich das über die Nacht alles beruhigt. Trump hat nicht getweetet. Jetzt gerade sehen wir ein bisschen hier eine Reaktion nach oben, aber nicht bemerkenswert. Es gab in London eine Explosion, wo noch nicht geklärt ist, was da dahinter steckt. Und vielleicht treibt das gerade Unsicherheit in die Märkte, aber das ist hier minimal im Moment noch die Bewegung. Und aber gestern, dass hier einfach nichts passiert im Gold sozusagen. Was ziehen wir daraus für Schlüsse, Matthias? Ja, es ist wirklich eigenartig. Also die Meldung kam um 0:06 deutscher Zeit raus, also ganz knapp nach Mitternacht. Und das heißt, die asiatischen Märkte waren geöffnet. Nikkei zum Beispiel, würde man ja meinen, ist vielleicht nach unten gerutscht, aber ist nicht passiert, sondern der Nikkei hat sogar höher Schauen geschlossen wir als mal er. kurz auf den Yen in dem Zusammenhang. Genau. Der Yen, da möchte man meinen, da wird dann als Safe Haven nachgefragt und US-Dollar-Yen würde dann stärker nach unten fallen. Aber auch das ist in der Größenordnung, die man im Zusammenhang mit diesem Ereignis erwarten würde, überhaupt nicht passiert. Es Genau. ist Also wir hatten ja eng. gestern hier über dieses Support- und Widerstandslevel gesprochen. Das wurde dann gestern nach der News hier kurz unterschritten und seitdem gibt es hier eigentlich den Pullback und ja, vielleicht den fortgesetzten Bruch dieser Linie und weitere Dollarstärke und Yen-Schwäche, was wiederum ein Ausdruck der Marktteilnehmer ist, das Ganze juckt uns hier nicht. Das ist einfach Ja. eine Fortsetzung der Provokation, keine Eskalation. Und das ist eben, ja, das sind zwei Sachen, die für mich damit zum Ausdruck gebracht werden. Zum einen ist es eine besondere Stärke der Märkte, dass die sich einfach überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und zum anderen ist es natürlich so, dass das Ganze vielleicht auch überhaupt nicht ernst genommen wird. Und da sehe ich eine große Gefahr drin, wenn es nämlich jetzt wirklich eskaliert. Da ist keiner so wirklich darauf vorbereitet, weil jeder ja davon ausgeht, dass das regelt sich schon so Ja, irgendwie. was ich mich in dem Zusammenhang frage, ist, du hattest mir letztens erzählt, dass der Commitment of Traders Report anzeigt, dass hier jede Menge Short-Positionen Ja. im Gold bestehen. Und das kann ich mir gut vorstellen, hier von den fast 1360, hier ist quasi ein Reversal-Signal, dann machen wir hier mit einem großen Gap nach unten auf. Da haben wir einige gute Gewinne gemacht mit ihren Shorts. Und jetzt, vor dem Wochenende mit ausstehender Trump-Reaktion, ja, würdest du hier Profite nehmen, wenn du short wärst? Bist du weiterhin long im Gold? Wie stehst du dazu? Show, den du angesprochen hast, das sind die Commercials, also die Produzenten, die also Du wirklich müsstest sich nochmal selbst. kurz wiederholen, leider. Ich hatte hier kurz einen Internetausfall. Okay, alles nochmal wiederholen oder ab? Halt ab dem Zeitpunkt hier gerade. Okay, gut. Ja, es ist so, dass der Commitments of Traders Report, der die Commercials auch abbildet, die Produzenten, die Leute, die sich selber hedgen müssen, bei denen ist es so, dass die größte Netto-Short-Position der letzten 6 Monate erreicht haben. Und das ist eigentlich schon eher ein Indiz dafür, dass das Gold tendenziell eher nach unten geht, weil das sind ja nun mal die Insider sozusagen. Aber rein charttechnisch sieht das eben überhaupt nicht danach aus. Deswegen, da sind so leichte Widersprüche vorhanden. Ich würde jetzt ungern da Long-Positionen aufbauen oder meine Long-Position schließen. Ich beobachte das jetzt erstmal ganz ruhig. Okay, also du bist weiterhin long positioniert. Ja, genau. Okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Und dann haben wir noch ein weiteres Thema, nämlich Bitcoin. Bitcoin befindet sich wirklich im freien Fall. Also wir hatten hier ja eine Position eröffnet, wo wir mit 100 Bitcoin short gegangen sind auf diesem Konto bei Exante. Es handelt sich nur um ein Demokonto, aber hier sind wir jetzt 70.000 Dollar im Plus. Und ja. Was hier dahinter steckt, sind die News aus China, dass jetzt auch der zweitgrößte Bitcoin-Exchange in China dicht macht und den Bitcoin-Handel schließt.
Und ja, das sind quasi jeden Tag setzt sich hier der Abverkauf fort. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dass in den Cryptocurrency-Märkten das oft so ist, dass die Mining-Produzenten sozusagen, also die Bitcoin-Server-Farmen, ihre Bestände in den Zeiten, wo es mit dem Markt nach oben geht, aufbauen und sie dann, wenn es mit dem Markt nach unten geht, alles abstoßen und auch alles, was sie fortlaufend produzieren, sofort verkaufen. Ja, das führt natürlich zu enormem Verkaufsdruck in Zeiten der Preiskrise, sag ich mal. Und wenn wir jetzt hier unter die 3000 Dollar rutschen sollten, also das sollte ein starker Support werden, weil man hier sehen kann, der wurde in der Vergangenheit mehrfach, hatte Bitcoin hier die Schwierigkeit, überhaupt darüber zu kommen, ist dann nach dem Ausbruch hier letzten Monat nach oben gezogen, richtig schnell an die 5000. Und wenn wir jetzt hier runter wieder fallen sollten, dann sind auch die 2000 möglich. Und wenn die 2000 fallen, dann wäre es ganz, ganz bitter, denke ich, für den Markt. Ja. Und was interessant ist, wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht man ja, dass es von 5.000 auf 3.000 runterging in etwa, was ja massiv ist. Das sind immerhin 40% Verlust. Aber wenn man seit, aber wenn Absolut. man seit Jahresbeginn dabei ist, dann hat man immer noch 200% Plus. Also da sieht man, was da für Möglichkeiten vorhanden sind. Absolut. Aber das kommt eben darauf an, wie man auch psychologisch sich damit verhalten kann, sich dazu verhalten kann. Also für den einen, ich kenne hier manche Leute im Büro, die sind ganz beruhigt, weil die sind eben seit 10 Dollar investiert, ja. Ich meine, da ist man natürlich ruhigen Blutes sozusagen, aber trotzdem nehmen wir einfach mal das Beispiel hier: ein Kollege hat 5 Bitcoins, die er bei 10 Dollar gekauft hat. Klar hat er damit einen enormen Gewinn gemacht, aber es sind trotzdem eben von 25.000 Dollar auf 15.000 Dollar, schmerzt trotzdem. Also, manchmal ist der Verlust ja schmerzhafter als die Freude des Gewinns, und sich das dann immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, ist auch eine Herausforderung. Ja, absolut. Okay. Ja, das. Ich hab mal noch eine Frage Ja, an klar. dich, weil ich sehr, sehr überrascht war, das vorhin zu lesen. Was schätzt du denn, wie hoch diese Rakete über Japan geflogen ist? In welcher Höhe? Oder vielleicht weißt du es ja auch. Nee, ich weiß es nicht. Also das jetzt komplett. Schätz einfach mal. Ich würde hier schätzen 30 Kilometer Höhe. Nee, nein, 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 das ist viel zu weit. Sagen wir mal 3 Kilometer Höhe. Oh, naja, nee. Also ich hätte so 40, 50 Kilometer gedacht und tatsächlich sind 770 Kilometer gewesen. Was? Okay, nee, da lag ich ja komplett falsch gerade. Also die letzte Rakete jetzt ist 3.700 Kilometer weit geflogen und 770 Kilometer hoch. Und die im 3. September gestartet wurde, die ist 550 Kilometer hoch und 2.700 Kilometer weit geflogen. Also ich war sehr überrascht über diese Zahlen. Deswegen wollte ich es einfach mal Ja, erwähnen. nee, das ist wirklich, das überrascht mich tatsächlich, weil ich dachte auch, dass es von der Fluglaufbahn, dass es flacher sein müsste in der Distanz. Aber ja, nee, dann lag ich hier komplett falsch. Also Ja. ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es genau über Japan in der Höhe war, aber die Rakete meine, die jetzt getestet Ja, wurde. naja. 770 Kilometer hochgeflogen. Aber das ist dann für dich ein Zeichen, dass es in den Nachrichten halt schnell bedrohlich klingt, auch wenn es noch weit davon entfernt ist, dass sie hier über den Wolkenkratzer fliegen, sozusagen. Wie sich das vielleicht manche Leute vorstellen. Ja, also ist für dich ein Zeichen, oder hat es eigentlich keine Bedeutung? Ich habe das jetzt nicht speziell gedeutet in Sachen Angst oder Sicherheit, sondern ich war einfach überrascht, dass das so wahnsinnig hoch ist. Ja. Okay, ja, verstehe. Na, ich bin gespannt, vor allem, wie es ist, wenn Trump tweeten sollte. Aufwach, ja. Aber gut, dazu dann nächste Woche. Genau. Bis dann, Schönes macht's gut. Wochenende euch allen. Ciao. Tschüss.